Hallo und herzlich willkommen wieder bei HT1 und Neuigkeiten aus dem Hausruck. Was haben wir für Sie vorbereitet? Einen bunten Mix aus Unterhaltsamem und Informativem, würde ich sagen. Gemeindeämter wurden eröffnet, es wurde politisiert und es wurde natürlich gefeiert. Wie sich das gehört für eine lebendige, lebenswerte Region wie die unsere. Viel Freude beim Zusehen. Das Geschehen auf HT1 wird Ihnen präsentiert von Max Center. Best Jobs Inside. Zahlreiche Probleme sorgten bei den Landwirten derzeit für großen Unmut. Eine volle Halle gab es deshalb vor kurzem beim jährlichen Pressegespräch. Das bäuerliche Sommergespräch des Bauernbundes wird fast alljährlich so zum Ende der Erntezeit organisiert, um einfach den Bäuerinnen und Bauern aktuelle Entwicklungen und Geschehnisse aus erster Hand, wie heute von Landesrat Max Higgelsberger und Minister André Rupprechter, mitzuteilen und auch mit Ihnen zu diskutieren, wohin die Reise im agrarischen, politischen Bereich gehen soll. Aktuell haben die heimischen Landwirte mit massiven Einbußen im Bereich der Ernte zu kämpfen. Der heurige Sommer war besonders schwierig. Wir haben natürlich eine sehr, sehr lange Zeit mit wenig Regen und sehr hohen Temperaturen gehabt. Das wird ungefähr der Schaden geschätzt in Österreich inzwischen auf 150 Millionen Euro allein durch die Dürre. Auch die sinkenden Lebensmittelpreise stoßen den Landwirten derzeit sauer auf. Wir haben tatsächlich sehr bewegte, schwierige Zeiten derzeit. Vor allem der Milchmarkt und der Schweinemarkt sind notleidend. Der Schweinemarkt jetzt schon im dritten Jahr im Preistief. Das sind dramatische Entwicklungen, die aber europaweit auch stattfinden. Jetzt ist es deshalb umso wichtiger, dass man wieder vermehrt auf heimische Produkte zurückgreift. Ganz eindeutig wissen wir, dass unser Land sich deswegen nur so präsentieren kann in dieser Schönheit, weil es seit Jahrtausenden von den Bauern kultiviert wird. Wenn ich bei meinen Haustieren ausgehe und ich freue mich, wie die Landschaft gestaltet ist, dann kann ich es doch nicht trennen, dann darf ich nicht andere Produkte kaufen und wünsche mir trotzdem, dass die Landschaft so bleibt. Also es gibt die Verbindung zwischen dem Produkt und der Landschaft und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten zu unseren Produkten greifen. Gemeinden sind dazu da, dass sie die Sorgen und Anliegen der Menschen in der Gemeinde ernst nehmen und versuchen, daraus die besten Lösungen zu schmieden und auch Antworten zu geben. Dazu braucht es eine zeitgemäße Ausstattung, gute Mitarbeiterplätze, dann ist auch die Qualität das, was sich die Bürger erwarten. Dem wurde in Weizenkirchen entsprochen und ein völlig neu gestaltetes Amtsgebäude seiner Bestimmung übergeben. Der Knackpunkt war, alles wegreißen, neu bauen oder umbauen, sanieren. Und versuchen, das alles wieder zu füllen. Ist ja nicht so einfach, denn das bestehende Gebäude ist ja sehr groß. Und dieses bestehende Gebäude mit 670 Quadratmetern Nutzfläche wurde in nur 11-monatiger Bauzeit völlig renoviert. Das Gebäude wurde vollständig auf Rohbau zurückgebaut, wurde vollständig ausgehöhlt. Die oberste Geschossdecke wurde abgetragen. Und das Gebäude ist eigentlich, so wie es die Leute früher kennt haben, kaum wieder zu erkennen. Wir haben ja probiert, natürlich das Gebäude nachhaltig zu machen und durchlichtet. Sie sehen die ganzen Fenster zum Beispiel da runter. Wir haben sie so groß wie möglich gemacht. Das zweite war, dieses Amtsgebäude, das ehemalige, hat zwei oder drei Stiegen gehabt. Wir haben eine einzige Stiege, die dafür sehr, vielleicht interessant, ein sehr prominenter Platz. Wechselbeziehung zur Kirche, sehr offen, großzügig, transparenter Lift. Die Anordnung der Räumlichkeiten im Marktgemeindeamt ist kundenorientiert, sprich bürgerfreundlich. Ja, wir haben grundsätzlich einmal darauf geschaut, dass wir ein Amt der kurzen Wege geschaffen haben. Das heißt, wir haben dort versucht, die Abteilungen so zu situieren, dass sie auch für den Bürger und für die Bürgerinnen leicht zu erreichen sind. Wir haben das Bürgerservice, das Standesamt, die Gemeindekasse, also diese Abteilungen, die sehr stark frequentiert werden, ins Erdgeschoss verlegt. War der Trauungsraum bisher im Schloss Weidenholz, wird jetzt wieder im Gemeindeamt Weizenkirchen geheiratet. Dieser neue Raum, ein Stolz des Bürgermeisters. Was uns wichtig war, ist das, dass wir auch zusätzlich einen Raum schaffen, eben speziell hier oben hier der Sitzungssaal, der ja multifunktionell ist. Wir haben da mobile Trennwände herinnen, die können geöffnet werden, somit haben an und für sich auch für Veranstaltungen bis zu 100 Zuschauer Platz. Und man kann hier so manche Informationsabend, Diskussionen, was auch immer, kann dieser Raum, ich möchte was sagen, dieser Saal auch genutzt werden. Genutzt wird das neu renovierte Marktgemeindeamt Weizenkirchen nicht nur als Verwaltungseinheit.
Wir haben Notariaterinnen, Trafikerinnen, Amtsgebäude selbstverständlich, Shiatsu und auch noch eine Menge Infrastrukturräume für die Gemeinde. Also eine super, letztendlich eine super, auch insgesamt sehr wirtschaftliche Lösung. Das Projekt Marktgemeindeamt ist abgeschlossen. Ein weiteres steht 2017 an. Wir haben sicherlich den schönsten Marktplatz weit und breit. Und dieser Marktplatz soll nach einer Ideenfindung noch mehr zum Verweilen einladen. Grüß euch und hallo liebe Zuseher. Wir sind heute in Haag am Hausruck beim Oktoberfest. Im Hintergrund hören wir schon die TFB, die heute ihr 10-Jahres Geburtstagsfest feiert. Ja, und das Besondere heute da hier in Haag am Oktoberfest ist, dass man die TFB gewinnen kann. Die schenken sie quasi selbst zum 10-jährigen Jubiläum her. Man kann die TFB fürs eigene Fest im nächsten Jahr gewinnen. Und wir, würde ich sagen, schauen jetzt einfach mal durch, wer sich da alle bewirbt, wer alle da ist und auf welchem Fest wir nächstes Jahr dann gehen werden. Ihr seid sehr zahlreich da. Was ist der Grund? Was ist der Anlass? Wir haben gehört, da gibt es ein super Gewinnspiel, dass man die TFB gewinnen kann. Und weil nächste die TFB bei unserem Bezirksmusikfest spielen, haben sie gedacht, ja, wieso nicht? Und wenn ihr dieses Gewinnspiel gewinnen würdet, bei welchem Event würden dann die TFB spielen? Ja, der Benjamin und ich, wir haben beim Einer schon gesagt, da müssen wir, glaube ich, ein extra Event aufziehen in Rot machen. Wir haben so einer Open Air gedacht, dass wir am Ortsplatz wahrscheinlich aufziehen würden in Rottenbach. Gell, Benjamin? Ja, ich bin ja schon 10 Jahre TFB-Fan und natürlich alles Beste, alles Gute für unser TFB. Kannst du dich noch an den legendärsten Auftritt deiner Meinung nach von der TFB erinnern? Ich glaube, es war Hundersing. Hundersing. Ja, ey, jetzt ja. Ich hätte gern von dir gewusst, wo hast denn du die TFB zum ersten Mal gehört? Zum ersten Mal, glaube ich, in Hundersing am Frühschoppmann, beim Meirans. Genau, und vor wie vielen Jahren war das? Seit wann gibt es denn? Lieber Konrad, wir feiern ja heute das 10-jährige Jubiläumsfest von der TFB. Für was steht denn TFB, die Abkürzung? TFB steht inzwischen für einen Etikettenschwindel, weil es ist ja die Teenie-Pharma-Band und ich glaube, Teenie ist kein einziger mehr davon. Fliegende Fische waren bei dieser Grillparty keine mehr zu sehen, im Gegenteil. Sehr geduldig lagen sie am Teller, um genüsslich verzehrt werden zu können. Jedes Jahr veranstaltet die ÖVP in Gaschpolzhofen bzw. Altenhof eine Fischgrillparty. Und das nicht nur für die Farbe Schwarz. Bunt ist erwünscht, denn Hauptsache es schmeckt und macht Spaß. Das ist schon, kann man sagen, fast eine Gaschpolzhofer Institution, wie ein paar andere Festl auch. Wo einfach wirklich alle Leute kommen, ganz egal, ob jung oder alt und auch Gott sei Dank aus alle Couleurs für die Parteien, was einfach im Wahlkampf jetzt auch ganz wichtig ist, dass man sich ja in Wahlkampfzeiten ein wenig zusammensitzt, dass man sich hinten nachher dann auch wieder gut versteht und einfach dann Politik für die Gemeinde machen kann. Eine schöne Atmosphäre an einem schönen lauen Spätsommerabend, an dem natürlich auch die Themen nicht fehlen dürfen, die einem für die Zukunft wichtig sind. Uns an allen liegt sehr am Herzen einfach die Ortsentwicklung. Das ist so ein bisschen an der Hauptstraße, sind Geschäfte, die leer stehen, dass man einfach wieder ein Zentrum hat, dass es nicht so nach außen geht, sondern wieder ins Zentrum, dass man da zu Fuß durchspaziert, was einkaufen kann, sich trifft. Naja, was liegt mir am Weg? Das ist einmal der Verbindungsweg. Wir haben gerade geredet, Altenhof und Gaschpolzhofen. Da gibt es bereits einen Weg, der begonnen worden ist. Ich finde es auch schön, wenn der fertiggestellt werden kann. Was liegt mir nur am Herzen? Die Volksschule in Altenhof, dass die uns erhalten bleibt. Gaschpolzhofen und Altenhof, eine Gemeinde mit einem jungen, dynamischen Team,
welches viel bewegen möchte. Eine junge, dynamische Mannschaft tritt da jetzt dann auch von der ÖVP Gaspolzhofen, die sagt, wir möchten schon etwas bewegen in unserer Gemeinde. Wir wissen, dass sie noch Bereiche haben, wo wir gut zusammenwachsen können und dass letztendlich die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen muss. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, die Mannschaft kann das. So, genug mit der Politik. Auf zu den wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Wie bekommt man den perfekten Steckerlfisch hin? Da habe ich keine Ahnung. Also das, ich hole es draußen und die sagen, der ist fertig und der ist perfekt. Aber wieder habe ich überhaupt keine Ahnung, weil ich bin nur Kellmann. Ich bin froh, wenn ich mich nicht verrechne. Kassieren. Aber er schmeckt gut, ich habe ihn gerade gekostet. Das Wichtigste ist einmal, dass er sehr, sehr gut eingesalzen ist. Das ist eine ganz wichtige Form, also innen und außen gehört er gut gesalzen. Und dann ist wesentlich, dass ich natürlich sehr, sehr gutes Feuer habe, also aus guter Hitze und dann langsam durchgare. Na schau, schau, ein Politiker, der sich auch beim Steckerlfisch auskennt. Schön, denn nach den Wahlen ist neben den politischen Themen und Interessen sicherlich auch wieder Zeit für das ein oder andere Hobby. Viel Vergnügen! Fly, fly, fly. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Claudia Kriechbaumer, von der Krankenschwester zur Beauty-Unternehmerin. Und wir suchen die beste Köchin. Rezepte einsenden und gewinnen. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Der neue Ford S-Max steht ab sofort im Dienstleistungscenter Danner zur Probefahrt bereit. Der sportliche Minivan begeistert nicht nur durch neues sportliches Design, sondern auch durch eine Vielzahl revolutionärer Extras. Das diplomierte Verkaufspersonal bei Ford Danner steht Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung. Erleben Sie Premium bei Ford Danner in Grieskirchen und Gaspolzhofen. Am Hausruck feiert. Drei Anlässe, ein großes Fest. Das ist zum einen die Gemeindeamtssanierung, andererseits der Einzug der Polizei bei uns im zweiten Stock des Gemeindeamtes und drittens die Fahrzeugsegnung des neuen RLFA für die Freiwillige Feuerwehr Hag am Hausruck. Marktgemeindeamt und Polizei in einem Gebäude, eine gelungene Symbiose für Kommunikation und Sicherheit. Wir wissen, dass die Polizei in Österreich und Oberösterreich für die Sicherheit steht und dass die Gemeinde auch für eine Sicherheit in verwaltungstechnischen Bereichen für die Bürger steht. Daher finde ich diese Kombination, die hier in Hag gelungen ist, als sehr vorbildlich. Sehr vorbildlich verlaufen ist auch die Renovierung des denkmalgeschützten Marktgemeindeamtes. Die Herausforderung war aus meiner Sicht gar keine so unüberwindbare, weil es uns selbst und auch mir besonders selbst ein großes Anliegen war, das Haus als würdiges altes Gebäude zu erhalten. Wenn man mit der Bausubstanz umgeht und wenn man weiß, dass dieses Gebäude eine große Geschichte hat, eine Historie hat, die es wert ist, erhalten zu werden, dann schaut man auch darauf, dass man das nicht vermurkst. Und das ist auch vom Bundesdenkmalamt sehr positiv honoriert worden. Mit der Verpflichtung, Kunst am Bau in öffentlichen Gebäuden umzusetzen, wurde ein berühmter Hager gewürdigt. Unser Thema, das sich bei Kunst am Bau durchzieht, ist Herbert Beyer. Herbert Beyer ist ein weltbekannter Künstler, der im Jahr 1900 in Hag am Hausruck geboren ist. Wir haben die Ortsnamen und Straßennamen unserer Gemeinde in seiner Schriftart in den Wänden integriert. Wir haben auch Kunstwerke an den Wänden, die an diese Kunst erinnern, die Herbert Beyer gemacht hat. Vom Kleestiel an der Wand bis hin zu einem symbolisierten Morgenstern und verschiedene andere Sachen, die an die Bauernkriege und an Verschiedenes aus der Region erinnern sollen. Begeben wir uns also auf einen virtuellen Rundgang, um das neue Marktgemeindeamt zu besichtigen. Erst und zweiten Stock sind Bürgerservice, Trauungsraum, sind Sitzungssaal und alle Sachen, die man für die Gemeinde braucht. Wir haben die Buchhaltung, die Amtsleitung,
das Bauamt und das Bürgermeisterzimmer und im zweiten Stock, da ist die Polizei jetzt neu eingezogen, das zweite Stockwerk gehört zur Gänze der Polizei. Und in diese neuen Diensträume sind 15 Polizisten übersiedelt. Früher waren die Unterkünfte von der Polizei oder von der Gendarmerie in adaptierte Wohnungen untergebracht. Man gewöhnt sich sehr schnell an die neue Umgebung, es ist alles sehr freundlich, eine nette Umgebung und ich hoffe, das Ganze wird auch an meine Mitarbeiter umfärben. Apropos umfärben, in heller freundlicher Umgebung, ist da die Polizei weniger streng? Als Polizist muss man immer streng sein. Bei so viel Strenge wünscht man sich, der Wunsch unseres Landesrates, eine glückliche Hand zu haben, möge fruchten. Nachdem die Feuerwehr heute auch dabei ist mit einem neuen Fahrzeug, heißt der Wunsch, Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, der Gemeinde, der Feuerwehr und der Polizei hier eine glückliche Hand und alles Gute. Wenn der Landeshauptmann zur Bezirkskundgebung lädt, lassen sich die Christkirchner auch nicht lange bitten. Für Josef Püringer ein klares Zeichen, dass Oberösterreich am 27. September den richtigen Weg gehen wird. Die ÖVP steht für eine Politik der Arbeitsplätze und der Ausbildungsplätze für die Jugend. Das Wichtigste ist, dass die Menschen Arbeit haben und die Jugend Ausbildungsplätze. Wir stehen für die besten Schulen der Welt. Wir stehen aber auch dazu, dass die alten Menschen eine Pflegegarantie in diesem Lande haben. Wenn sie Pflege brauchen, dass sie eine bekommen. Die ÖVP steht zu den Bauern, die jetzt eine ganz schwierige Situation haben, weil wir eine flächendeckende Landwirtschaft in Oberösterreich haben wollen. Die ÖVP steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Steuergeld. Spekulieren wie in Linz, in Salzburg oder in Kärnten, das kommt für uns nicht in Frage. Für Landesrätin Doris Hummer und Landesrat Max Hiegelsberger ist die ÖVP die einzige und richtige Wahl für Oberösterreich. Das Land brauche eine starke Führung und diese sei nur mit Josef Püringer gegeben. Weil unser Landeshauptmann auch in den letzten 20 Jahren gezeigt hat, in welche Richtung unser Land führen kann. Und wir haben keine einfachen Herausforderungen und hier geht es nicht um Vorschläge, hier geht es auch nicht um Bekrittelungen. Hier geht es eindeutig um Umsetzung und das hat der Landeshauptmann Josef Püringer mit der ÖVP in Oberösterreich bewiesen, dass er das kann. Der Herr Landeshauptmann hat es heute wieder auf den Punkt gebracht. Anstand und Hausverstand und das gilt und passt für alle Themen. Letztendlich geht es immer darum, dass wir uns bemühen, Oberösterreich, für das wir verantwortlich sind, um ein Stück besser zu machen in allen Bereichen. Und gerade auch mit den heiklen Themen wie Asylpolitik, aber auch mit so wichtigen Zukunftsthemen wie Bildungs- und Forschungspolitik, da geben wir uns Mühe, immer wieder mit neuen Ideen Oberösterreich für die Zukunft fit zu machen. Auch in Christkirchen ist man sich sicher, dass die ÖVP mit Josef Püringer die richtige Wahl für Oberösterreich ist. Ja, ganz ein zentrales Ziel aus meiner Sicht ist, dass wir die Standards, die wir haben, die Lebensqualität, die wir haben, erhalten und dort und da verbessern. Josef Püringer räumte zugleich mit Gerüchten rund um das Klinikum Christkirchen auf und dementierte diese mit Nachdruck. Das ist ein böses Gerücht. Ich weiß nicht, ob das ein politischer Mitbewerber ausstreut. Das Klinikum, so wie es ist, ist äußerst erfolgreich, hat engagierte Ärztinnen, Ärzte und Pfleger und wird so bleiben. Die ÖVP steht für klare Werte. Landeshauptmann Josef Püringer spricht sich hier für ein Oberösterreich mit Zukunft aus. Oberösterreich, Meiterhorn, Stadt, Weg und Tür, alles in uns, lass diesen Weg, der vor uns liegt, gemeinsam gehen. Unter dem Motto Unser Programm für einen starken Bezirk Christkirchen lud die ÖVP Christkirchen am 9. September im Gasthof Zweimüller zum Pressefrühstück. Welche Themen sind für Christkirchen am wichtigsten? Das ist das Thema Arbeit, das ist das Thema Bildung und Familie, das ist das Thema Wohnen, leistbares Wohnen im Bezirk, das ist das Thema Infrastruktur. Da geht es nicht nur um die Infrastruktur auf der Straße, sondern auch um den Breitbandausbau, also um die moderne Infrastruktur in unserem Bezirk, die natürlich ganz wichtig ist. Und dann geht es vor allem um das Thema Gesundheit, ärztliche Versorgung. Das sind die fünf Highlights, die herausgekommen sind in unserem Projekt Freiraum im Bezirk Christkirchen.
Wir wissen, dass wir verstärkt in den Ortszentren wieder junge Menschen brauchen, die darin wohnen. Also wir haben Situationen, dass wir Vital- und Pflegeheime dort in den Zentren gestalten, aber eindeutig braucht es junge Menschen in die Ortszentren, um auch zukünftig zu garantieren, dass neben öffentlichen Gebäuden auch Leben stattfindet. Es kann nicht sein, dass die Landwirtschaft und die Verarbeitung unter dem Druck des Preises des Handels zugrunde geht. Wir gefährden damit nicht nur die Landwirtschaft, sondern sehr, sehr viele Wertschöpfungsstrukturen im ländlichen Bereich. Daher brauchen wir eine gut funktionierende, gut ausgestaltete Landwirtschaft auch in Zukunft. Es geht uns nicht darum, den Müttern ein neues Lebensmodell vorzugeben. Das lautet Vollzeit arbeiten, Teilzeit arbeiten, zu Hause bleiben, sondern wir wollen, dass unsere Netzwerke, unsere Angebote sich an diese unterschiedlichen Entscheidungen von Müttern und Vätern anpassen. Und eine solche Form sind die betrieblichen Kinderbetreuungsangebote. Und da spielt vor allem die Krabbelstube oder die Betriebstagesmutter eine ganz wichtige Rolle. Gibt es was Schöneres eigentlich, als wenn ich mich als Mutter entscheide, wieder für 8 Stunden einzusteigen nach einer gewissen Zeit und mein Kind mitnehmen kann an den Arbeitsplatz, dort gut betreut weiß und dann auch keine Wegzeiten habe letztendlich am Weg nach Hause? Ja, ich glaube, das Problem ist ein politisches inzwischen geworden. Man muss tatsächlich über die Systematik nachdenken, weil wir feststellen, wir haben leider auch Anlassfälle bei uns im Bezirk, wenn ich Neumarkt Karl am Pötting hernehme, dass wir keinen Hausarzt bekommen und das hängt immer an der Hausapotheke. Dort, wo ein Arzt eine Hausapotheke dazu hat, dort geht er hin, dort siedelt er sich an und daher wird die Politik hier und gemeinsam mit Ärztekammer und alle, die da dazugehören, Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass man das verändert. Zum Abschluss noch ein Zitat zum Nachdenken. Helmut Kohl, der ehemalige deutsche Bundeskanzler, hat einmal gemeint, bei einer Wahl ist es meist so, dass die Menschen nicht das bekommen, was sie sich wünschen, sondern das bekommen, was sie wählen. Und über das sollte man, glaube ich, nachdenken. Das Euro-Thermen-Ressort Bad Schallerbach bekommt wieder Zuwachs. In einigen Wochen wird die neue Saunawelt eröffnet. Grund genug, um nun auf die gesamte touristische Situation in Bad Schallerbach, aber auch auf die ganze Region einen Blick zu werfen. Bad Schallerbach ist ja die Gemeinde, die keine Industrie hat. Die existiert in den Nachbargemeinden und in der gesamten Region. Im Übrigen, die Industrie schafft uns eine gute Basis für den Wohlstand, den wir insgesamt haben. Und Bad Schallerbach hat als Kur- und Tourismusgemeinde gerade in den letzten Jahren viel in die Einrichtungen investiert, die ebenfalls Jobs schaffen, und zwar Arbeitsplätze in der Dienstleistung. Die früheren Kurheime sind ja heute qualifizierte Gesundheitseinrichtungen, Rehabilitationszentren, Ambulatorien und insgesamt sind in diesen Bereichen 8 Sozialversicherungsträger mit insgesamt 750 Betten und das ist das Wichtigste, auch ebenso vielen Arbeitsplätzen in Bad Schallerbach beheimatet. Die Hälfte der 2200 Jobs kommt also alleine aus diesem Bereich. Eine beachtliche Leistung für die Gesamtentwicklung in der Region. Mit dem neuen Alten- und Pflegeheim ist für die Gemeinde ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Ein Pflegeheim in einer Gemeinde ist ein Stellenwert für die Familien, für die Betroffenen, der unglaublich groß ist. Aber nicht nur für die Gemeinde, sondern für die ganze Region. Über den Nutzen hinaus sind 9,5 Millionen Euro investiert worden und werden 60 Menschen Arbeit finden. Das Rehabilitationszentrum der Pensionsversicherungsanstalt in Schönau ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Entwicklung in den letzten 15, 20 Jahren in Bad Schallerbach war. Zuerst wurde das frühere Kurheim in ein Reha-Zentrum umgebaut. Jetzt kommen fast 30 Millionen für zusätzliche 81 Betten in ein neues Erweiterungskonzept. Mit dem Durchfluss unter der ÖBB-Strecke startet das Hochwasserschutzprojekt Gebersdorfer Bach. Es ist ein gelungenes Beispiel einer überregionalen Gemeindezusammenarbeit. Der Gewässerbezirk Christkirchen, das sind die Gemeinden des Trattnachtals, sind zusammengeschlossen. Die Gemeinden Schlüsselberg und Bad Schallerbach haben intensiv an diesem Projekt mit einem Investitionsvolumen von 5,9 Millionen Euro gearbeitet. Mit 700.000 Euro trägt Bad Schallerbach den Löwenanteil bei, schützt aber dafür 150 Objekte im Unterlauf des Gebersdorfer Baches. Dieses Projekt ist Teil des gesamten Hochwasserschutzes Trattnachtal und dient allen in diesem Teil wohnenden Menschen.
Und wiederum ein weiterer, neben vielen Meilensteinen, den Bad Schallerbach nicht nur für sich selbst sorgend, sondern nachhaltig für die ganze Region geschaffen hat. Besuch kündigt sich an und Sie haben kein Gästezimmer? Ist doch ganz easy, denn mit dem Easy-System von Seda Polstermöbel verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in ein gemütliches Schlafzimmer für Ihre Gäste. Die Kunst der Verwandlung. Zu bestaunen in den Seda Schauräumen in Wallern und in Wien. Nähere Infos unter www.seda.at. Am 26. und 27. September ist es endlich soweit. Seien Sie Teil des großen Finales der FIS-Skisprung-Sommer-Grand-Prix-Tour in Hinzenbach und erleben Sie die Publikumslieblinge des österreichischen Nationalteams hautnah. Mehr Informationen über Programm, Highlights oder Tickets finden Sie unter www.skiclub.at. Mittwoch, 30. September 19.30 Uhr, Atrium Europasaal Bad Schallerbach. Der Musiksommer präsentiert Ingolf Wunder mit Werken von Chopin, Schubert und Liszt. Mehr Infos unter www.musiksommerbadschallerbach.at oder am Kartentelefon unter 07249 42 071. Glamorous Fashion Night am 25. September ab 19 Uhr. Live-Auftritt von Annika Grill, Miss Austria 2015 und Uwe Kröger. Weitere Fashion-Shows 25. September um 15 und 17 Uhr, 26. September um 11, 14 und 16 Uhr. Internationales Bergrennen 2015 von Esthofen bis St. Agatha. Am Sonntag, 27. September 2015 ab 12.30 Uhr. www.bergrennen.at. Damit sind wir wieder am Ende dieser Ausgabe der HT1-News. Im Namen des gesamten Teams sage ich Danke fürs Zusehen. Den Schülern und Schülerinnen alles Gute für das neue Schuljahr und den Eltern gute Nerven. Und wenn es ganz schlimm wird, einfach zurücklehnen und HT1 schauen. Auf Wiedersehen und bis bald wieder bei HT1 und Neuigkeiten aus Ihrer Region.